There are few people on the Nordic Combined World Cup who work as hard as our ski technicians. In this edition of Behind the Scenes, the German team invited us into their wax truck to find out a little bit more about this job. Wir sind normalerweise 4 feste Techniker, die immer dabei sind. Und wenn wir jetzt in Mitteleuropa unterwegs sind, wie jetzt hier Deutschland, Österreich oder Italien, dann nehmen wir meistens 2 mehr mit. Wenn wir da nicht in der Lage sind, konkurrenzfähiges Material bereitzustellen, dann wird der Athlet eigentlich keine Chance haben, den Sieg einzufahren. Wir haben jetzt 200 Bar circa drin, das sind Testski und Sportlerski. Bei uns ist es jetzt nicht so, dass jeder Techniker einen bestimmten Athleten hat. Bei uns kann jeder Techniker mit jedem Athleten, das wechselt durch. Das ist immer gut, wenn jeder sich mit allen Skiern auskennt. Wir haben verschiedene Schliffe, verschiedene Wachse. Die machen wir auf die Testski drauf, dann haben wir Sportlerski mit verschiedenen Schliffen und die werden dann von uns getestet. Das sind halt auch Erfahrungswerte, man weiß, jetzt ist das und das Wetter, da müsste der und der Schliff funktionieren und auch das Wachs. Und das testen wir halt immer vor dem Wettkampf, die Tage und immer näher an den Wettkampf ran, grenzt man dann halt die Menge der Ski und die Auswahl der Wachse ein. Wir waren vorhin gerade draußen beim Testen und jetzt werden die Ski wieder ausgewachst. Das sind die Testski, die müssen dann am Ende vom Tag alle wieder gleich sein. Und deswegen werden die verschiedenen Wachse, die wir aufgetragen haben, jetzt wieder ausgewachst, mit Cleaner sauber gemacht, dass wir sie morgen wieder hernehmen können. Also ich sag mal, wir sind sicherlich jeden Tag 3 Stunden sowas draußen. Und zwischendurch laufen wir halt hier drin am Wachsbock auch nochmal. Wir haben es mal mit der Uhr aufgenommen, im Schnitt auch 8 Kilometer, die wir hier hin und her laufen. Warum man das macht? Ja, keine Ahnung, weil man verrückt ist wahrscheinlich. Bis jetzt haben sie noch keinen besseren gefunden als uns. Wir müssen das halt weitermachen. Von daher ist es halt so.